Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Polettos Kochschule. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und heute dreht sich bei uns alles um die Kartoffel und ganz speziell um die Bratkartoffel. Ein, wie ich finde, sensationelles Essen. Bratkartoffeln. Oh, lecker. Gut, ne? Mhm. Also, wenn sie gut sind. Also sie müssen ja so richtig gut sein. Das ist richtig. Also ich glaube, die große Herausforderung ist, jeder hat einen Traum, einen Wunsch von der richtigen Bratkartoffel im Kopf, aber sie dann tatsächlich so aus der Pfanne heraus zu essen, das ist die große Herausforderung. Wie kriege ich sie richtig knusprig? Welche Kartoffelsorte soll ich nehmen? Welche Pfanne ist die richtige? Muss ich mir eine 100-Euro-Pfanne kaufen oder reicht eine 10-Euro-Pfanne? Das sind alles Themen. Und deswegen kannst du jetzt auch schon mal anfangen, Kartoffeln zu kaufen. Ich wusste das. Das ist... Entschuldige, wenn ich das sage. Hast du überhaupt schon mal, ich meine, das ist ja schon mal die allererste Frage an dich. Hast du jemals schon mal selber Bratkartoffeln gemacht? Ja, sie sind aber nichts geworden, ganz ehrlich. Ja, woran lag's? Keine Ahnung. Was war falsch? Also sie schmeckten genauso wie an der Raststätte von der Autobahn. Ja, obwohl es auch da, glaube ich, große Unterschiede gibt. Ja, wir kriegen dann wieder Briefe. Es gibt ja auch gute Raststätten. Es gibt auch gute Raststätten, aber sie waren, weißt du, total... wie nennt man das? Labberig. Sie waren nicht kross. Sie sind mir auch vor allem in der Pfanne zerbröselt. Da kannst du mir bestimmt auch Tipps geben, wie man das vermeidet, oder? Also wir fangen wirklich heute ganz von vorne an. Du kannst schon mal anfangen, die Kartoffeln zu pellen. Ja, das ist. Ich will auch einfach mal sehen, was Dennis so, was noch hängen geblieben ist, was vielleicht überarbeitungswürdig ist, was wir komplett von unten wieder aufarbeiten müssen. Darf ich dich gleich zu Anfang was fragen? Warum sind hier Kümmelkörner dran? Ja, also man kann natürlich, wir werden heute verschiedene Varianten machen von der Bratkartoffel. Man kann sie mit ein bisschen Kümmel kochen. Erstmal hat es einen sehr schönen Geschmack, das passt gut und macht sie so ein bisschen bekömmlicher. Aha. Deswegen, wenn ich eine Pellkartoffel koche, nehme ich einfach mal so ein paar Kümmelkörner und gebe die damit rein. Wichtig auch natürlich, dass das Wasser schon kräftig gesalzen ist, dass die Kartoffel von Anfang an ein bisschen Geschmack mit auf den Weg bekommt. Muss man denn überhaupt vorher die Kartoffeln kochen, wenn man Bratkartoffeln macht? Ja, es gibt ja zwei Varianten. Du kannst die Bratkartoffel aus der gekochten, aus der Pellkartoffel machen und du kannst sie natürlich auch roh braten. Beides funktioniert, wenn man weiß wie. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich würde immer eine Kartoffel nehmen, sie schon in der Schale, in Salzwasser, gerne mit ein bisschen Kümmel oder auch manchmal Fenchelsamen kochen und eigentlich über Nacht richtig auskühlen lassen. Dann lässt sie sich nach dem Abschrecken und Auskühlen besser schälen und vor allen Dingen lässt sie sich hinterher besser in Scheiben schneiden. Eine lauwarme Kartoffel zerbröselt mir oft und dann habe ich eben schon kaputte Scheiben, bevor ich überhaupt anfange zu braten. Und das ist das Problem, dass ich dann schnell eine einzige Matsche in der Pfanne habe und keine schönen Einzel... Man weiß ja genau, wie es sein soll. Sie sollen ganz sein, die Scheiben, sie sollen goldgelb sein. Lass mich kurz sagen, wie die sein müssen. Es muss eine riesen Pfanne voller goldgelber Bratkartoffeln. Die müssen so richtig kross sein. Da muss da Speck mit drumrum schwimmen. Das ist... Wie macht man's? Diese Kartoffel hier ist eine optimale Kartoffel. Ich finde, man sieht schon an der Farbe, dass die geschmecken muss. Wichtig ist, keine mehlig kochenden Kartoffeln zu nehmen. Ich habe hier einfach mal so eine kleine Auswahl. Das ist zum Beispiel eine mehlig kochende Kartoffel, die wird nie funktionieren, weil die natürlich nach dem Garen vor allen Dingen immer weicher wird und natürlich eher mehlig in der Pfanne hinterher zermust oder matschig wird. Die kleinen festen Sorten, die auch als Salatkartoffeln verkauft werden, finde ich optimal. Ob das kleine Drillinge, französische Larat-Kartoffeln oder hier, ich finde, den deutschen Klassiker, und es gibt sie noch, die gute Linda-Kartoffel, finde ich großartig für jede Art von Bratkartoffel. Also die, das sind so die Kartoffelsorten, die man braucht. Soll ich dir mal was beichten? Ja. Ich habe sogar mal Fertigkartoffeln gekauft in der Salzlake, die schon geschält sind. Ist Sünde, oder? Als ob das von Ihnen noch keiner gemacht hätte. Es ist nicht schlimm. Wir werden auch diese Defizite aufarbeiten im Laufe der nächsten 10 Jahre. Ja, das wird nie wieder passieren. Dieser Kurs dauert 10 Jahre? Es ist ja ein Grundkurs. Das hat mir keiner gesagt. Es ist so der helle Wahnsinn. Am Anfang denkt man irgendwie, oh Gott, wir haben 45 Minuten Sendezeit, da kann man ja richtig was schaffen. Ja. Ist aber gar nicht so, weil es gibt so viele Themen, an denen man hängen bleiben könnte, obwohl es nur um die Bratkartoffel geht. Ja, ich finde es schön, dass du nicht gesagt hast, es geht allein deshalb nicht, weil man so einen Klotz wie mich am Bein hat.
Nee, das Schöne ist ja, dass wir Gott sei Dank, das kann man auch an dieser Stelle mal sagen, immer wieder ganz, ganz tolle Menschen im Hintergrund haben, die Gott sei Dank schon ein paar Kartoffeln vorgepellt haben, weil wir sehen, es könnte auch eine dreistündige Sendung werden, wenn wir darauf warten würden, bis Dennis fertig ist mit dem Kartoffeln. Ja, vielen Dank auch an meinen Psychologen und meinen Therapeuten nach der Sendung. Diese Kartoffeln tatsächlich an die Seite legen. Wir haben ja schon welche vorbereitet. Ja, warum schäle ich denn? Ja, weil die Sendezeit ja immer noch auf 45 Minuten beschränkt ist. Und von daher darfst du jetzt sozusagen einfach das, nachdem wir gezeigt haben, wie schnell du Kartoffeln pellen kannst, können wir jetzt zum nächsten Schritt gehen. Das heißt, die Kartoffeln tatsächlich in Scheiben schneiden. Deine drei, die du geschafft hast in der letzten halben Stunde, die können wir ruhig benutzen. Und jetzt schneiden wir diese Kartoffeln in nicht zu dünne Scheiben. Das ist nämlich auch das Problem, wenn die nämlich zu dünn sind. Also so circa 1 Zentimeter. Mhm. Ja? Und dann ist natürlich immer die große Frage, wo drin soll ich denn jetzt eigentlich die Kartoffeln braten? Soll ich Öl nehmen? Soll ich Butter nehmen? Soll ich Butterschmalz nehmen? Also wir machen heute drei verschiedene Varianten der Bratkartoffel. Eine mediterrane, da nehmen wir natürlich ein schönes Olivenöl. Und für die anderen nehme ich erstmal ein bisschen Butterschmalz, bis die richtig schön kross sind. Danach werden wir das abgießen, sozusagen entsorgen. Und am Schluss gebe ich immer gerne noch so ein bisschen frische Butter dazu. Eigentlich nur beim Durchschwenken. Und dann haben die dieses krosse, aber gleichzeitig diesen butterigen Geschmack. Denn wenn ich reine Butter nehme, wird die mir schnell dunkel, schwarz. Die Kartoffel wird nicht kross. Und alles schmeckt hinterher bitter nach verbrannter Butter. Schön ist, dass du meine Fragen schon immer gleich mit beantwortest. Ja, das ist aber nicht Absicht, wirklich nicht. Das darfst du dir nicht, darfst du nicht persönlich nehmen, Dennis? Ich nehme gar nichts persönlich, was in dieser Sendung passiert. Auch hier, deswegen bist du auch schon so lange dabei. Sonst würde ich ja nicht mal mitmachen. Ich freue mich sehr. Also wir haben hier auch tatsächlich nebenbei schon ein paar Kartoffeln vorbereitet. Ich will mich jetzt nicht verstecken, ich wollte nur das Handtuch aufheben. Ja. Nee, du kannst schon mal gerne jetzt, nachdem wir ja genügend Kartoffeln haben, überall, bis auf die eine, wo wir tatsächlich die etwas mediterranere Kartoffel machen möchten, hier ein bisschen Butterschmalz für einmal Kartoffel, Steinpilz und Lardo di Colonnata, erklären wir gleich noch, Pfanne sozusagen. Dann machen wir mal eine richtig klassische Bratkartoffel mit Tiroler Speck. Ja. Und dann werden wir am Ende die mediterrane machen mit dieser schönen Salsiccia. Ich glaube, wir haben schon mal was mit Salsiccia gemacht. Die musstest du aus dem Darm drücken. Das ist so auch das wirst du heute wieder so ein machen. Würstchen, ja, ja. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Gutes Kochen hat ja immer mit Wiederholung zu tun. Üben. Das stimmt. Ja, und das sind immer schön die schönen Momente, wo ich weiß, das haben wir schon mal gesagt, mal gucken, wie Dennis jetzt mit der Wurst umgeht. Na, sozusagen. Also, du kannst hier, ich nehme mal ein gutes Olivenöl. Merkst du, wie ich vor dieser Wurstprüfung zittere? Vielleicht Butterschmalz? Ja, Indien. Butterschmalz. Oder hast du irgendwo auch eine Pfanne vorbereitet, wo schon Butterschmalz drin ist? Nein, habe ich diesmal nicht. Wichtig ist auch, dass wir parallel arbeiten. Ja, dass ich schon mal Olivenöl, du die Butter. Ist dir was aufgefallen hier, wenn du das siehst? Die Pfannen? Sie sehen unterschiedlich aus. Da sind so komische Löcher drin. Also das ist, finde ich, echt eine große Herausforderung auch für Sie zu Hause. Welche Pfanne soll ich mir jetzt eigentlich anschaffen? Welche ist die richtige? Soll es irgendwie die ganz teure Pfanne sein? Tut es die einfache Teflonpfanne auch? Ich bin selber gespannt, weil wir jetzt nämlich drei verschiedene Varianten hier haben und einfach selber mal gucken, ob die Bratkartoffeln unter gleichen Bedingungen, wobei du ja bei der Pfanne bist, dann weiß ich nicht was so genau. Was soll das denn jetzt heißen? Ob die tatsächlich alle in den verschiedenen Pfannen gleich gut kross werden. Und also ein großer Test. Ja. Merken Sie, dass wir variieren Paulettes Kochschule auch so ein bisschen. Das hat was von der Show der Naturwunder mit Ranga Yogeshwar und Frank Elstner jetzt hier. Ja, genau. Das ist ein hier großer bitte auch Test. Noch ein bisschen Butterschmalz. Gerne. Also als allererstes, die Pfanne war schon heiß, wie man jetzt schon am Bratgeräusch hört. Etwas Butterschmalz hat Dennis schon dazugegeben. Genauso wie hier mit dieser Pfanne. Die stellen wir auch ein bisschen hoch, lassen also einmal den Butterschmalz schmelzen. Ich habe da immer so einen Holzlöffel mit. Oder braucht man das eigentlich gar nicht? Ja, aber das ist genau das, was auch wichtig ist. Gutes Kochen hat mit Geduld zu tun. Wenn du jetzt sofort anfängst, mit deinem Holzlöffelchen daran rumzurühren, bevor überhaupt einen Hauch von Farbe angenommen hat, dann geht die natürlich auch schneller kaputt. Je öfter ich mit irgendeinem harten Gegenstand in die Pfanne gehe, desto eher zerstörst du diese ja mit wirklich Liebe.
auch geschnittenen Kartoffelscheiben. Ja? Also erstmal ganz in Ruhe, hier kannst du die Flamme ein bisschen höher stellen. Also nicht zu heiß braten, aber natürlich auch nicht zu wenig, sonst fangen sie an zu kochen und braten nicht mehr. Also das sind die ersten zwei Varianten. Einmal für die Salsiccia, einmal für die Steinpilze, einmal klassisch. Hier ist jetzt die Pfanne mit dem Olivenöl. Da nehmen wir uns jetzt die Kartoffelwürfel. Wobei das Entschuldigung, darf ich mal. Gucken Sie sich das mal an. Das ist ja mit einem Zollstock geschnitten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja hochpräzise. Deswegen brauchen wir immer drei Wochen vorher, um schon mal ein bisschen vorzubereiten hier für die. Die sind drei Wochen alt? Nein, natürlich nicht. Also, wir haben jetzt hier einmal. Die backen schon. Siehst du das? Die backen schon. Die kriege ich schon nicht mehr. Ja, aber das ist auch das ist Geduld. Das ist auch genau das Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die heften fest, die bleiben kleben in der Pfanne. Ganz entspannt erstmal ein bisschen Farbe geben lassen. Und wenn die nämlich anfängt zu verkrusten, löst sie sich auch automatisch wieder von der Pfanne. Aber ich gebe dir recht, diese ist natürlich auch noch nicht richtig eingebraten. Das ist auch ein wichtiges Thema bei den Pfannen. Ich habe hier eine gusseiserne Pfanne aus meiner Küche mitgebracht. Die ist natürlich irgendwie seit fast 10 Jahren, gibt es jetzt mein Restaurant, seit fast 10 Jahren in Gebrauch. Da klebt gar nichts mehr dran. Da braten wir unsere Bratkartoffeln, da machen wir jede Art von Fleisch, braten wir darin an. Und ich habe jetzt einfach mal eine neuere genommen. Okay. Dann nehmen wir unsere weiteren Zutaten dazu. Wir haben ja gesagt, wir machen eine etwas mediterrane Bratkartoffel mit dieser schönen Salsiccia, schwarze Oliven, mediterrane Kräuter, das kann ein bisschen Thymian, Rosmarin sein. Ja? Hier sind die schwarzen Oliven, das ist ja auch dein großer Liebling. Ja. Magst du ja sehr, sehr gerne. Aber weißt du, so wie du sie... Hopsa. Sind jetzt ungefähr 1000 Kapern runtergefallen. Oh. Aber wir haben ja noch viel Zeit, die alle wieder aufzusammeln. Aber jetzt ist hier auch mal ein bisschen Stimmung in dem Kühlschrank. Vorsicht bitte, dass du nicht ausrutschst. Nein. Und? Also das für mich sind sie fest, ne? Ja. Ja. Für mich sind sie, soll ich trotzdem mal so ein bisschen... Ja. 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 Aber das Schöne kannst ist... auch ruhig noch mal, manchmal hilft es auch mal so ein bisschen, mach mal die Temperatur runter, dass sie dir jetzt nicht zu dunkel werden. Und dann kannst du ruhig noch das mal Schöne so ein ist, wenn man mit Frau Poletto kocht, brennt ja nie was an. Das sind alles Röstaromen. So, die kann hier, können wir noch mal wechseln, die hat ein bisschen mehr Power. Diese hier werden schon wunderschön. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die Pfanne zu neu ist. Also die ist wirklich... Ist auch nicht so schlimm, aber ich finde es auch irgendwie ganz menschlich, dass wir mal zeigen, dass nicht immer alles perfekt hier funktioniert. Genau. Also das brät so langsam vor sich hin. Wir können jetzt hier, das kannst du nebenbei auch schon übernehmen. Und zwar tatsächlich das, was wir schon mal gemacht haben, hört sich irgendwie gemein an, irgendwie die Wurst aus dem Darm drücken, aber es ist tatsächlich so, ja. Also das Naturdarm, wo diese Salsiccia, die übrigens von meinem kleinen Schlachter hier in Deutschland selbst gemacht wird, ne? Vielen Dank. Grüße. An Michael. Ja, er macht sie wirklich großartig. Kannst du schon dazugeben? So? In der Größe? Ja, die Größe ist wunderbar. Ich mache hier noch mal so ein bisschen klar Schiff, damit wir hier weiter arbeiten können. Sag mal, was ist jetzt eigentlich mit den Kapern? Brauchten wir die, oder? Die Kapern brauchten wir, weil ich noch eine kleine Überraschung für dich habe, weil Dennis mir nämlich verraten hat. Also wenn er richtig an gute Bratkartoffeln denkt, dann liebt er es mit kalt aufgeschnittenem Rostbeef und einer richtig klassischen Remouladensoße. Ja, das stimmt. Ich muss ehrlich zugeben, ich könnte es auch irgendwie immer essen. Also das ist einfach so ein Gericht, was das schmeckt einfach so gut. Lecker ist, was schnell gezaubert ist. Kartoffeln hat irgendwie jeder zu Hause. Ein Stückchen Speck kann man sich übrigens auch wunderbar in den Tiefkühler legen. Dann lässt es sich nämlich auch leichter in Scheiben und gleichmäßige Würfel schneiden. Denn hier dieser Speck, der aufgeschnitten ist, ist natürlich, wenn man jetzt nicht das super Scharfmesser hat zu Hause, oft schon ein bisschen schwieriger. Ja. Du, ich also was mal. Möchtest du denn? Möchtest du lieber luftgetrockneten Speck oder möchtest du lieber den richtig klassischen Bacon? Wir haben natürlich auch Pancetta, nee, den Tiroler Speck. Ja, ne? Ja, den liebe ich. Ich hole uns mal ein paar Ersatzkapern. Deine liegen ja auf dem Boot. Ja. Woher holst du? Ah, hast du schon gesehen, dass es die da gibt? Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, sehr gut. Was
was ich mal sagen würde. Ja, man wir kann die Pfanne... Einfach mal ganz geschickt. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Und nehmen meine gute alte Pfanne. Und jetzt gibst du einfach diese... Sieht doch gleich schon ganz anders aus. Sieht super aus. Das wäre jetzt so eine, das wollte ich eben noch sagen, das wäre diese klassische Pfanne gewesen, die hätte ich den Nachbarn rübergebracht. Ja, also hier könntest du ruhig noch ein bisschen mehr Salsiccia dazu tun, finde ich. Okay. Wir haben jetzt die umgefüllt in die andere Pfanne, die Bratkartoffeln, und können jetzt hier eben tatsächlich diese Speckwürfel dazugeben. Wenn ich jetzt noch mehr Fett gehabt hätte, hätte ich es vorher im Sieb abgegossen, aber jetzt kann das dazu. Aha. Und wir können auch ruhig noch, damit es schön gleichmäßig gart, jetzt auch in dieser Pfanne, so ein ganz bisschen vom Butterschmalz dazu tun und hinterher nochmal abgießen. Die dritte Variante vom Bratkartoffel, die wir nämlich haben, ist tatsächlich die mit den Steinpilzen. Das heißt, du könntest hier bitte mal... Sind die schon geputzt? Die sind schon geputzt, die Steinpilze. Ich wollte nur kurz mit meinem Wissen protzen. Hier ist jetzt die Kartoffel auch schön kross. Du kannst da gerne mal mit anfangen. Unsere Bratkartoffeln nehmen langsam alle Farbe an, was natürlich wunderbar ist. Und jetzt können wir zu diesen fast kross, komplett krossen Bratkartoffeln gleich die Steinpilze dazugeben. Wenn natürlich nicht Steinpilzzeit ist, kannst du es natürlich auch wunderbar austauschen gegen Pfifferlinge oder auch natürlich mal irgendwie einen schönen Champignon oder so. Das ist natürlich kein Problem. Aber diese Kombination Kartoffel, Pilz und wenn man mag, das kann ich jetzt mal erklären, was das ist, so ein bisschen von diesem wunderbaren grünen Speck. Hier sind auch noch ein paar Kapern drauf. Kapern sind jetzt eigentlich überall hier. Das heißt, ein bisschen von diesem Lardo di Colonnata. Das ist ein italienischer grüner Speck. Wollen wir uns ein Stück teilen oder schaffst du eine ganze Scheibe? Ich schaffe eine ganze Scheibe. Ja, dann hau mal rein. Ein Speck, der von einer bestimmten Schweinerasse kommt, von dem Schwein Shinta Chinese. Oh, hier wird jetzt langsam alles ein bisschen dunkel, ne? Bisschen vorsichtig. Ich mach das hier jetzt erstmal aus. Und reift also in Marmorgefäßen, reift auch da in der Gegend, wo die schönen Marmorbrüche sind, eingerieben mit Meersalz, mit ein bisschen Kräutern, Rosmarin, ein bisschen Chili und kriegt einfach einen wunderschönen Geschmack. Und einfach hinterher drüber gelegt, dann schmilzt er so ein bisschen über der Kartoffel, mehr geht nicht. Herrlich. Na? Also die Steinpilze hier dazugeben. Guck mal so. Ja, super. Einfach mit hinein. Und da können wir jetzt auch gleich schon ein kleines Stückchen frische Butter dazugeben, wenn die Steinpilze jetzt dazukommen. Hier sind jetzt unsere Kartoffelspeckgeschichten. Da können wir jetzt die Schalotten dazugeben. Aber die hier irgendwo? Ah ja. Und hier ist unsere Salsiccia. Und dann habe ich dir ja versprochen. Sag mir wie viel. So, also auch das natürlich nach Geschmack. Der eine mag gerne mehr Zwiebeln, der andere weniger. Das reicht aber, glaube ich. Ja? Und jetzt lassen wir die nur noch mal so ganz bisschen mit anbrutzeln. Können das hier mal zur Seite stellen. Und dann kannst du vielleicht nebenbei schon ein bisschen Schnittlauch schneiden für die Bratkartoffel. Und ja, das mache ich. Schnittlauchröllchen. Möglichst schneiden, nicht drücken. Aber das sind ja alles Dinge, die muss ich ja gar nicht mehr erklären. Das wäre verständlich geworden. Ja, wobei mit dem Schneiden hapert es bei mir ja immer noch so ein ganz Möchtest kleines du dahin bisschen. Gehen? Ich würde hier hingehen. Sonst geh du dahin, dann baue ich vielleicht die Sachen auf für deine Remouladensoße, weil du hast dir ja was gewünscht. Ja. Im Übrigen bin ich neulich wie ein Wahnsinniger rumgerannt und habe mal versucht, so fertiges, verzehrfertiges Roastbeef zu kriegen. Ja. Die haben mich alle angeguckt, wie als ob ich vom anderen Stern komme. Ja, man muss es wirklich bestellen vorher, oder? Also es gibt natürlich tatsächlich wirklich tolle Schlachter, die man so im Kopf hat, wo es solche Sachen immer zu kaufen gibt. Aber da, wo du wohnst, ist es natürlich auch ein bisschen ländlicher und vielleicht auch die... Das war keine Anspielung auf seine Kochkünste, ganz im Gegenteil. Guck mal, was ich dir da hingelegt habe. Ja, ein Ei. Ich weiß nicht so ganz, was ich damit soll. Sag mir doch mal eins, was mich wirklich interessieren würde. Das ist ja auch immer etwas, wenn man Freunde fragt und sagt, ah, du magst so gerne Remouladensoße, dann sag doch mal, was alles drin ist. Ich habe sie ja bisher immer nur fertig gekauft.
in so einer Tube, in so einer gelben. Hast du noch nie eine gemacht? Nein. Aber ich habe ja bei dir auch das allererste Mal eine richtig tolle Mayonnaise gemacht, die ich bisher auch nur im Glas gekauft habe. Also weißt du, freue ich mich jetzt, was zu lernen. Nimm mal das große Messer aus der Hand, nicht, dass da noch was passiert. Das ist ja ganz gefährlich, wenn man anfängt zu gestikulieren mit den großen Messern. Oder nicht. Das ist übrigens ein harmloses Gerät, das ist nämlich ein Eierschneider. Nur nicht die Finger dazwischen. Du glaubst auch, ich bin ein kompletter Idiot, oder? Dann kannst du das hart gekochte Ei. Jetzt schreiben Sie Briefe, Briefe. Jetzt haben wir Scheiben. Ja. Und jetzt? Würfel. Ist es die Möglichkeit? Es ist wie bei David Copperfield. It's Klasse, magic. Oder? Das ist der erste Schritt für Remouladendos. Aber du hast ja die Frage noch nicht beantwortet. Weißt du wirklich, was alles drin ist? Also ich finde es jetzt gar nicht so selbstverständlich, dass das jeder weiß, was tatsächlich in einer guten Remouladensoße drin ist. Ei? Ja. Mayonnaise? Zwiebeln? Kräuter? Ja. Öl? Weil du es gerade holst. Kapern. Richtig, kapern. Kapern. Gurken. Gewürzgurken. Guck rein. Was ist das denn? Was ist das? Ach, Senf. Ja. Also, du kannst mal bitte zwei... Sieht bei mir auch anders aus. Zwei Eier aufschlagen. Ganze Eier. Hier rein. In den Messbecher. Ja. Wir machen jetzt die schnelle, leichte Mayonnaise-Variante. Die hast du ja schon mal geübt. Ja. Das heißt, zwei ganze Eier am besten in einen relativ schmalen Messbecher hineingeben. Oh. Wichtig, ein neutrales Pflanzenöl. Viele denken immer zu gut und sagen, oh ja, tolles Olivenöl irgendwie in die Mayonnaise. Ist auch super Olivenöl, aber lieber am Schluss ein bisschen hineingeben und erstmal ein neutrales Öl nehmen. Ja. Weil eine Mayonnaise vom Reim Olivenöl gemacht, ist wirklich sehr, sehr kräftig und wird oft schnell bitter. Und jetzt kannst du hier deinen kleinen Zauberstab einfach hier hinein in die Eier und mit der... etwas Salz kann man ruhig schon von Anfang an dazugeben. Soll ich dir das aufmachen? Sehr gerne. Auch etwas Senf. Oh, es war schon vorbereitet, es war schon offen. Ein ganz bisschen Senf kann auch gleich schon mitgemixt werden. Ja. Ja. Große Stufe, und kleine Sie, Stufe? Ja, werde ich gleich was, merken. Das, was ich super lecker finde. So ein bisschen Gurkenwasser, so ein bisschen Säure für die Remoulade dazu. Kartoffeln sehen echt lecker aus. Ich muss die hier nochmal wieder anmachen. Was so, kommt soll noch ich rein? Dir Öl? Ja, Öl natürlich. Danke. Soll ich? Nee. Schaffst du? Ja. Sehr gut. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig. Kannst du ruhig schneller machen? Ja. Ich halte dir das fest. Ruhig auch noch mal zwischendurch am Boden. Immer am Boden und dann so langsam wieder hochziehen. Und das ist das Tolle, wenn man so ein schmales Gefäß hat und eben diesen Zauberstab kann, also innerhalb kürzester Zeit selber eine Mayonnaise machen. Viele haben ja immer Angst davor und denken, oh Gott, dann trennt sie sich und das ist so eine Arbeit. Und das Schöne ist, wenn man sie selber macht, kann man eben tatsächlich die Mayonnaise auch mal aus ganzen Eiern machen und dann ist sie eben nicht ganz so schwer, als wenn ich jetzt nur Eigelb und Öl habe. Sehr gut. Jetzt haben wir die Mayonnaise und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch alle Zutaten hineinzugeben. Das heißt, unsere mit Liebe geschnittenen Eierwürfel. Wo haben wir denn? Ich suche Löffel. Du suchst Hilfe? Nein, nein, nein. Ist egal. Mhm. Guck mal hier, damit das auch alle sehen. Ich nehme dir das alles weg. Du kannst ein paar kleine Gurkenwürfelchen schneiden. Mhm. Die gehören da rein. Über die Kapern einmal drüber hacken, dass man nicht so unbedingt auf die pure Kaper beißt. Das mögen viele Leute nicht so gerne. Dann haben wir gesagt, gibt ja auch ein bisschen Schnittlauch, finde ich auch ganz schön in der Remoulade. Mhm. Und etwas gehackte Petersilie. Ich nehme jetzt Kapern hier, schon rein, Cornelia? Ja, ja, du kannst jetzt alle Zutaten zusammenholen. Okay, aber nicht alle, ich oder? Ein bisschen Schnittlauch ein bisschen für unsere Bratkartoffeln.
Wichtig ist natürlich auch, dass man die Schnittlauchhalme sehr gleichmäßig schneidet. Das ist einer. Das ist der nächste. Charlotte, hast du noch eine gemacht, ne? Nein. Okay. Hier dazu. Dann habe ich hier die schönen schwarzen Oliven. Die gebe ich jetzt mit zu unserer kleinen Salsiccia-Kartoffel. Unsere Bratkartoffel klassisch. Nur halbe, sagtest du? Ich würde es jetzt gar nicht beschränken auf eine halbe oder eine ganze Zitrone, sondern einfach probieren. Das ist das, was eigentlich wirklich gutes Kochen ausmacht, dass man sich immer am Ende auf seinen eigenen guten Geschmack verlässt und sagt, hier, das ist jetzt mein Geschmack und so serviere ich es auch meiner Familie, meinen Freunden, wie auch immer. Und wer es nicht mag, der soll halt nach Hause gehen. Ich pfeffer jetzt hier ein bisschen unsere Kartoffeln. Und jetzt können wir am Schluss natürlich auch ein bisschen Salz überall dazugeben. Bei der mit Speck am vorsichtigsten und bei der mit Salsiccia auch. Die Pilzvariante mit den Steinpilzen finde ich super schön mit ein bisschen Majoran abgeschmeckt am Schluss. Ein bisschen Salz und Pfeffer würde ich vielleicht auch noch dran tun. Und dann können wir eigentlich jetzt unsere Gäste an den Tisch einladen. Also Salz, echt Salz, finde ich schon ein bisschen... Du, also, mir ist die du salzig kannst genug. Es abschmecken, wie du das gerne aber magst. Du bist Pfeffer hier der Chef. Das war wirklich ein guter Gag. Ich habe hier einfach ganz dünn aufgeschnittenes schönes Rostbeef. Das stelle ich schon mal auf den Tisch. Boah, die sieht gut aus, Cornelia. Ich freue mich ja immer sehr, dass wir jetzt uns am Tisch am Ende der Sendung treffen. Ja. Und ich freue mich auch immer sehr darüber, dass wir ein bisschen drüber sprechen können, was man dazu eigentlich trinken kann. Und ich finde ganz ehrlich, zu einer guten Bratkartoffel ein leckeres Bierchen. Ich bin echt kein Biertrinker, aber dazu schmeckt's. Ich stelle meins schon mal hier hin. Ich lad doch mal unsere Gäste ein. Ich lade mal unsere Gäste ein. Und zwar gab es auch diesmal wieder eine grandiose Quizfrage zu beantworten. Ich hatte gefragt, kennen Sie eigentlich ein Gedicht mit der Bratkartoffel? Und glücklicherweise gab es Leute, die eins gekannt haben, nämlich das von Heinz Erhardt. Vielleicht kennen Sie es auch. Vom Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. Drum ist zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffel erfand. Drum heißt sie, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Danke für die Inspiration, bitte. Setzen Sie sich, kommen Sie einfach mit. Und zwar sind das Conny und Günther Thielmann aus Celle und Yvonne Schulz. Herzlich willkommen bei Colettes Kochschule. Ich mache jetzt hier mal so eine kleine dünne Scheibe von dem schönen Speck drauf, ja, die einfach so schmilzt über unseren Steinpilzkartoffeln. Da habe ich mich schon die ganze Sendung drauf gefreut. Ja, ich auch, wenn ich es ehrlich sagen darf. Moment, nämlich auf den. Darf ich mich auch schon setzen? Ja, das darfst du sehr gerne. Trinken Sie auch Bier? Danke, ja. Sehr schön. Danke. Cornelia, welcher Jahrgang ist das denn? Völlig egal. Ich freue mich, dass wir irgendwie drei schöne verschiedene Bratkartoffelvarianten auf den Tisch bekommen haben. Du weißt ja, wo man die Rezepte bekommt. Ach, das ist schön, dass du mir dieses Stichwort gibst. Das wollte ich gerade erwähnen. Natürlich kriegen Sie wie immer all das, was wir hier heute gekocht haben, auch im Internet auf unserer Webpage. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Post schicken. Nicht nur, dass Frau Poletto nicht so streng sein soll, sondern wie Ihr Gericht zu Hause denn geworden ist, was Sie nachgekocht haben. Und wir freuen uns natürlich auf nächste Woche. So. Danke und tschüss. Welches möchten Sie? Das Buch Polettos Kochschule, mein neuer Grundkurs für Einsteiger mit allen Rezepten und Tipps ab jetzt im Handel.